Beeren habe ich mit dabei, dass ich was essen kann. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Hallo, Louis. In der Kneipe ist nachts manchmal ziemlich viel los. Manchmal werfen wir sogar eine Münze in die Jukebox. Ich bin begeistert. Oh nein, mein Vater kocht heute das Abendessen. Okay, scheinbar ist Pierre nicht so der gute Koch. Ich bin mir sicher, er gibt sich trotzdem Mühe, Abby. Guck mal, was ich habe. So genau will das gar nicht sehen, scheinbar. Wo packen wir den Kram jetzt hin? Packen wir ihn hier oben mit dran. Das eine war eine Speerspitze, ich glaube, das hier ist die Handachse, nicht? Dann passen die ja eigentlich gut zusammen. Wir gucken gleich mal. Pfeilspitze, eine grob hergestellte Spitze, die zum Jagen genutzt wird. Wird? Wird. Okay, irgendwie, man kann damit noch jagen gehen. Pfeilspitze, eine grob hergestellte Spitze, die zum Jagen genutzt wird. Prähistorische Handaxt. Eines der ersten Werkzeuge, die von Menschen benutzt wurden. Dieses einfache Werkzeug wurde hergestellt, indem man einen Stein mit einem anderen schlug, um eine scharfe Kante zu erzeugen. Das war richtig für Input gerade. Schön. Hier fehlt immer noch ein Buch. Ich bin mir fast sicher, dass wir eigentlich schon eins lesen können müssten, aber... Er will nicht. Der Spiel will nicht. Gut, gehen wir Holz fällen. Hi Sam. Die Wolken sehen zu dieser Zeit im Jahr großartig aus, oder? Wie kleine Vanilleeiskugeln, die auf blauer Himbeersoße treiben. Ja, vielleicht bin ich auch einfach hungrig. Blaue Himbeersoße. In meinem Kopf sind Himbeeren rosa. Dann sind nicht Johannisbeeren blau? Das ist interessant. Du hast gesagt, du magst Blumen. Lügner. Wenn wir schon hier sind, können wir noch was einsammeln unten. Aber wir waren halt gestern erst hier. Möglicherweise gibt es gerade nicht so viel zu sammeln. Ein bisschen. Ich glaube, die Mühe muss aber keine Wildblumen. Wenn wir selber welche anpflanzen, dann kommen die hoffentlich ein bisschen besser an. Kann ich nur hoffen. Ich hätte gerne Kühe. Ich hätte gerne braune Kühe. Ihr seid so süß. So, gibt es hier noch irgendeinen Baum, den ich noch nicht gefällt habe? Du fällst ins Wasser, dich fäll ich nicht. Man könnte meinen, irgendwer hätte hier schon gut gerodet. Bestimmt gibt es hier Biber. Kann doch gar nicht sein, dass ein Mensch alleine so viel Holz braucht. Lass mich durch. Wie viel Holz hatte ich denn jetzt noch über? Wie viel will ich überhaupt fällen? Huch.
Ich denke mal so 200 vielleicht Fällen. Ich weiß halt jetzt gerade wirklich nicht, wie viel ich übrig gehabt habe. Nachdem ich schon wieder Kisten gebaut habe. Unter anderem Kisten, die wir gar nicht zwingend brauchen. Ich mag halt schon gerne ein klein wenig Ordnung. Jetzt komme ich denn schon wieder nicht ran. Oh, ich sehe Würmer. Noch ein prähistorisches Werkzeug. Na gut, beim nächsten Mal bringen wir ihm das. Eventuell bin ich mit 200 gerade auch ein bisschen sehr optimistisch an die Sache rangegangen. Wir haben jetzt gerade mal 104 und ich habe halt auch schon Lachsbeeren gegessen. Ich wünschte, ich hätte ein paar mehr Lachsbeeren gesammelt, als die Zeit war. Aber man lernt ja. Wenn es das nächste Mal Beeren gibt, dann werden wir ganz viel durch die Gegend rennen und Beeren sammeln. Also das können wir bis dahin vielleicht auch schon kochen. Na, mal gucken, wir kommen ja doch nicht so schnell voran. Vielleicht können wir auch doch noch nicht kochen bis dahin. Vielleicht war das gerade ein bisschen sehr optimistisch gedacht. Gott sei Dank habe ich der Hutmaus nicht ihr Haus kaputt gemacht. Ich will mal kurz gucken, ob vielleicht auf einem der anderen Felder. Ja, Frühlingszwiebel nachgewachsen sind. Frühlingszwiebel, 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 Frühlingszwiebel. Frühlingszwiebel, Frühlingszwiebel. Haha. Alles Geld für uns. Ich habe Angst. Ich will den Baum nicht schütteln, ich will ihn fällen. Haha, ich hatte richtig geraten mit meinen 200. Es war wirklich nur geraten. Ich dachte, ich hätte was gesehen, aber da war nichts. Gut. Schön, habe ich das Holz doch schon wieder drin. Da muss ich halt wirklich nur mal ins Ziel setzen, dann klappt das auch. Das ist halt nur wirklich nicht meine Stärke. Ich verliere mich gerne in Kleinigkeiten. Mache alles und am letzten Ende ist dann irgendwie auch wieder gar nichts. Aber ich glaube, wir kommen nicht so furchtbar schlecht voran. Immerhin haben wir schon ein Silo gebaut. Ist doch auch was wert. Halt, du hörst doch nicht rein. Den will ich, glaube ich, auch umsortieren. Ja, relativ viele Frühlingszwiebeln. Lass uns mal ein paar davon verkaufen. So. Dann haben wir die hier als Saat. Den Kram packe ich mal damit rein. Und die Auster gehört hier hin, die Koralle gehört hier hin. Der ganze Kram wird auch hier hin. Eigentlich können wir die auch verkaufen. Und die eigentlich auch. Dann packe ich mal doch das Werkzeug hier mit rein.
Und die Faser damit rein. So. Die Hacke bleibt im Inventar. Die würde ich, glaube ich, gerne. Nein. Wie viel Holz haben wir denn jetzt? Ich habe schon wieder nicht hingeguckt. Ich will, glaube ich, noch da unten haben und ich will ich dahin haben. Und dann gucken wir mal kurz, wie viel Holz wir jetzt eigentlich haben. 704. Ja, reicht. Und es ist auch schon wieder Mitternacht. Hi Raphael, gute Nacht, Raphael, ich wollte den Kamin nicht im Fernsehen. Und damit soll es das erstmal wieder gewesen sein bei Sayuvello. Wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.